Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Was geht YouTube? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heutiges Thema Detroit, Metroid, Detroit, was auch immer. Letztens haben wir versucht, Krieg anzuzetteln. Also kann ich mir gut vorstellen, weil das wird jetzt ein Kampf gegen die Menschheit. Kann ich mir gut vorstellen, weil die ja nicht auf der Meinung sind, die wir haben. Also guck mal, wie es weitergeht. Wird bestimmt schief gehen. 9. November. Also wir bei Hank. Hier angekommen. Immer noch unsterblich, Connor, hä? Natürlich. Sozusagen. Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück. Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant. Kein Grund, emotional zu werden. Ach stimmt, ich war ja tot. Eieiei. Wie haben Sie Kamsky gefunden? Ich weiß noch, dass der Typ überall in den Medien Bird war, als er live anfing, Androiden zu verkaufen. Ein paar Anrufe und da sind wir. Ja, lass mich durch. Alter. Das ist die im Homescreen. Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Auf den Schock erstmal trinken, Alter. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Haha, das laufe ich hier. Ich komm mit, ja, also. Falls du Hilfe brauchst, du weißt Bescheid. Dann nicht. Alter. Amanda. Amanda! Ne, ich löse das nicht. Warte. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nette Hütte. Geschmackssache. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Aber von Design her. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Ist es fast. Mensch! Warte. Oh. Kamsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Ist auf modern angelegt, oder? Manchmal wünschte ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Ja. Muss ich dieses Kackbuch lesen? Okay. Wenn ihr es lesen wollt, hier bitte. Ja, und jetzt? Ah! Elijah empfängt sie jetzt. Wer? Ist das ein Typ? Mr. Kamsky? Einen Moment. Oh, Scheiße. Geh mal weg, Mann. Ist, dazu schwimmen wir auch ganz nice. Ein Typ? Ja. Bruder, gönn dir, Alter.
Scheiße, drei Frauen hier. Sehen die alle gleich aus, oder? Der Typ, der ertrinkt. Tatsächlich. Sie sehen gleich aus. Weird. Warum willst du... Ich verstehe kein Wort. Warum... Eine? Dreimal? Was stimmt mit dir nicht? Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Ich nehme die alle drin genauso. Wir suchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Cool, wa? Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Ja. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Krieg. Wenn ein Krieg zwischen Menschen und Abweichlern ausbricht, sterben Millionen, Mr. Oh, ja. Kamsky. Wir Auf müssen diese Seiten. Sache ernst nehmen. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Die drei ziehe ich dir mit ab. Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Jetzt wird's interessant. Was möchtest du wirklich? Aggressiv. Bruder. Was ich möchte, ist nicht wichtig. Ha, er hat sich verraten. Chloe? Chloe! Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Ich hab den Turing-Test. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Chloe heißt ja so. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. War dazu blöd, das eine echte Frau zu reden. Die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Leben ist wieder so eine Sache, Digga. Theoretisch lebt sie ja, weil sie... Yo, jetzt weiß ich, warum du drei von denen hast. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten. Digga, das ist so gottlos, Alter. Oh, das ist so ein gottloser Hurensohn. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Bruder, das ist gottlos. Okay. Jetzt steht es Aussage gegen Aussage, Digga. Wenn ich sie töte, kriegen wir unsere Information, was nützlich für ihn ist und unser Fall. Töte ich sie nicht, kriegen wir keine Information, was scheiße ist für ihn und für unser Fall. Heißt, egal was ich mache, irgendwas läuft eh schief. Boah, Digga. Ey, man kann sie nicht erschießen. Ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können was wieder ist dir wichtiger, Connor? Digga. Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Ich bin selber ein Android, also von daher... Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Aber wenn ich sie erschieße, das ist ja aus, nicht erschieße, dann ist es ja aus meinem Wille. Das heißt, ich bin Abweichler und habe mich damit verraten. Was auch kacke ist.
Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Warte mal. Gut. Er hat selber gesagt, nicht schießen. Ich hätte ihn sowieso nicht erschossen. Also, ich soll gar nichts ausmachen, Digga. Faszinierend. Cyberlife's letzte Chance. Die hatten gerade so Schiss, ja, die sind die Nächsten. Ist selbst ein Abweichler. Ich wusste es. Ich bin kein Abweichler. Hast dich verraten, Bruder. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Da sehe ich dir nicht mehr auf dem Hauptscreen. Du hattest Mitgefühl. Die tuscheln da hinter und weiter. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? So, mehrere Gründe. Du hast selber gesagt, ich soll nicht schießen. Punkt 1. Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren. Du hast selber gesagt, ich soll nicht schießen, was wiederum ein Befehl ist, den ich befolgt habe. Also, ich bin nicht theoretisch doch kein Abweichler. Also jetzt steht's 50-50. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Hätte ich nicht sollen. Er hat gesagt, nicht schießen. Fertig. Warum fragt er denn noch? War sein Befehl. Also? Ich habe alles auf Video. Ach komm, wir machen das nächste hinterher. Wir machen das nächste mit ran. Let's go. 9. November. Achso, Mann, ich vergesse immer zu bewegen. Weil es ja nie da steht. Detroit, Android City. Ja, wortwörtlich, Digga, die übernehmen die Herrschaft. Mensch, lass es doch einfach. So, der Adrenalin muss kicken, Bruder. Das muss flüssig laufen. Weißt du Bescheid, Bruder? Weißt du Bescheid? Hello, die Dame. Der scheinbar die kalt ist. Hab mich gefragt, wo du bist. Auf dem Dach. Chillig, wa? Ja. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Cool. Hier ist man alleine mit der Welt. Ja, Mama braucht immer so einen Ort, wo man alleine ist. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Produktion, da hätten wir einbrechen müssen. In der Produktion, Digga. Etwas verändert sich. Aber hey, wir haben mehrere Hunderte schon gerettet, das ist auch schon geil. Du wirkst nachdenklich. Nee, Quatsch, gar nicht. Was? So. Und gestern, als wir den Brand gelegt haben, das Chaos, die Flammen. In dem Moment genoss ich es. Die Macht, die Gewalt. Wir haben gemacht, was wir machen wollten. Ich hasse mich für dieses Gefühl. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Das war richtig, ja. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Aber die kriegen wir.
Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie denn? Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Achso, warte. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um zu vertrauen. Ja, egal, ich hätte geguckt. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Weil sie nicht mit einer richtigen Freundin kriegen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. So wird auch die Zukunft sein, Digga. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. Digga, auf Schnierl auf Wirken. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Doch. Alles super. Wir haben alle eine Scheißvergangenheit, Digga. Zusammenhalt ist das Wichtigste. Fertig. Wir sind Androiden, wir sind Beste. Mal gucken, wann die Appeliten kommen. Oh, sorry. Dass ich dich berührt hab. Ich sah deine Erinnerung. Oh, lecker. Ash. Scheiße. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. Wait. North. Hä, wieso jetzt von dem Typen, der tot ist, hä? Was hat das damit zu tun? Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Warten jetzt? Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus? Töten nicht wirklich. Die können sie ja wieder beleben, wenn... Zum Beispiel, mein Boss sieht er ja nicht. Zum Beispiel, sie stirbt. Dann kann Markus die Gedächtnis oder die Scheiße da rausholen aus ihrem Körper und in die neuen wieder einfügen. Fertig, lebt so weiter. Was soll ich machen? Anduin befreien, fertig, Mann. Komm, du bist frei. Du bist frei. Hier haben wir noch mehr Androiden oder war es das? Androiden in der Ringe ein. Hier ist doch einer. Aber wo? Ah. Mensch, du hast schon belebt hier, Kapi. Komm mit uns. Ha! Habt ihr noch die Android geklaut, du What? Achso, die Sergeant 2 essen. Komm mit, Bro. Du bist jetzt wach. Du bist auf unserer Seite, komm mit. Ja, nur ihr geht mit dieser Text, Alter. Da kann ich ja nicht scannen in Ruhe. Okay, dann gehen wir mal. Ja, du bist frei, dann gehen wir raus. Ne, wir laufen erst gegen der Tür. Ich warte hier schon 10 Minuten. Pech.
Du bist jetzt frei. Du bist frei, Bro. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Trag deinen Kopf selber, Fettsack. Ich muss die Straße blockieren. Und du bist frei. Yo, also driften Gunner. Ah ja. Du bist frei. Es ist optional, wie viele wir hier befreien. Habe ich das Gefühl. Bist du frei oder stehst du auf dein Düto? Nein, du bist frei. Ja, ich denke mal, wir haben alle. Die man bereits nehmen hätte können. Na dann. Die haben's mit der Taste, cool, ich sag's dir, Digga. Ach, moin? Ah, ich hab mich gar nicht erwartet. Ha. Du bist jetzt frei. Ihr seid frei, Bitches. Uiuiui. 17 Androiden. Ich glaube, 11 war Minimum, oder? Ich guckt euch mal in die Armee an, Digga. Guckst dir an, Digga. Komm mal. Oh, ich dachte gerade, der Scheibe wäre das. Komm, ihr seid frei, meine Friends. Ihr seid frei. Alter, guckt euch die Armee an, Junge. Scheiße, Mann. Ja, Roboter können schon was einiges. Ich bin der Anführer, Bitches. Warte. Boah, wie viel haben wir? Alter, da ist bald kein Platz mehr in dem Frachtschiff. Ah, da müssen wir uns gar nicht mehr verstecken, ne? Du. Junge, drückst du das ganze, die ganze Tastatur drückst du hier durch, Junge. 128 Androiden. Leck mich im Arsch. Noch ein paar Friends? Komm mit, my Friends. Was zur Hölle macht ihr hier? Bruder, du bist alleine. Ich. Verpiss dich! Sofort auseinander! Schau dich kaputt, verpiss dich! Das ist ein Befehl! Deine Mutter ist ein Befehl. Ich hab doch noch ein paar Androiden vergessen! So eine verdammte Scheiße! Junge. Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Freiheit! Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter! Digga! Das weiß ich doch nicht! Freiheit! Ja, die anderen Androiden will ich auch mitnehmen. Lasst uns frei! Hört nicht auf mich! Keine Sklaven mehr! Keine Sklaven mehr! Keine Sklaven mehr! Freiheit!
Ah, da sind die Cops. Ja, yo, Panzer, Digga. Guck mal, wir sind nur so an die 200-300 Roboter, ne? Und die kommen schon mit dem Panzer an. Und das fordert dann halt. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Was soll die machen, wenn und alle, sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alle Androiden alles, was wir wollen, dagegen kämpfen, die haben keine. Die haben die verlieren. Wir haben eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Na dann. Angreifen, gibt es Krieg. Let's go. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben. Die wollen doch zuerst schießen. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Wir greifen an, Digga. Das werde ich so bereuen, aber... Mach das nicht, Marcus. Wähle nicht die Konfrontation. Digga, die schießen doch zuerst auf uns. Folgt mir! Ey, wir werden ein paar verlieren, Digga. Eieieiei. Aber sie kommen durch. Ah, warte. Let's go, Digi. Komm mal, die kommen durch, Digga. Klar, wir haben ein paar verloren. Hopp, schon. Was? Boom. Ach, kacke, das war... Junge! Sorry. Aber ihr wolltet angreifen. Vor allem jeder hatte die Chance, zurückzuziehen, ne? Das haben wir alle bewusst gemacht. Ah, Schiff, Mann! Oh, Digga, was ist denn los? Alter! Die ist brutal! Ich hab Shift gedrückt und... wir müssen sie retten. Hey, komm, Digga, ich hab's gedrückt. Ich hab's so. Let's go. Okay, wie viel haben wir verloren? Komm mal, Digga. Also wenn das jetzt keine Botschaft ist, ne, dann weiß ich auch nicht. So, wir haben eine komplette Armee, fast eine halbe Armee, ausgelöscht. Bruder. Und das waren nur 200 Androiden. Wenn alle dazukommen, Digga, dann haben die gar keine Chance. Sie hatten nicht mal jetzt eine Chance. Klar, ein paar haben sie von uns umgenietet. Aber die können in neue Körper stecken und sind auch wieder fit. Bei den Menschen geht das nicht. Die sind tot.
Haben wir gesiegt? Wir haben gesiegt, Bruder. Er ist wenigstens glücklich gestorben. Hat auch was. Sag mal, ist das Brandrauch oder was läuft denn da im Hintergrund? Ein Schneesturm oder was? Öffentliche Meinung, Herr Hass. Die haben zuerst uns angegriffen, klar. Und wie es weitergeht, seht ihr natürlich beim nächsten Mal. Das war's mit dem Video. Tschö. Mit Ö. Easy go.